Corona beherrscht unser Leben. Wir treffen heute 5 Menschen, die sich mit existenziellen Krisen auskennen. Was, wenn ich geliebte Menschen verliere? Werde ich arbeitslos? Wie halte ich das alles aus? Große Fragen. Und wovor haben unsere 5 Krisenexperten persönlich Angst? Wie gehen sie mit der Angst um? Können sie auch uns Mut machen, trösten? Und kann man einer Krise wie dieser auch etwas Positives abgewinnen? Wir sind es ja nicht gewohnt, solche Fragen zu haben in unserem Leben. Jedenfalls nicht in dieser Breite, nicht in dieser Dimension, nicht in dieser Masse. Wir haben seit 75 Jahren Frieden in Deutschland und es ging uns ziemlich gut. Ich habe mir deshalb gedacht, ich werde 5 Menschen fragen, die sich in ihrem Beruf, in ihrer Berufung mit existenziellen Fragen beschäftigen. Jeden Tag. Als erstes wollte ich von den 5 mal wissen, wie geht es Ihnen? Wie hat sich Ihr Leben verändert? Vor welchen Herausforderungen stehen Sie im Moment? Mein Name ist Radia Bishari von der muslimischen Krankenhausseelsorge. Die besondere Herausforderung dieser Tage als Krankenhausseelsorgerin gestaltet sich sehr schwierig. Der Bedarf ist enorm. Das heißt, die Patienten möchten natürlich über deren Sorgen sprechen. Und die Gespräche gestalten sich sehr schwierig, weil die Distanz natürlich gewährleistet werden muss. Und wir nicht mehr so trösten können, also mit Hand halten oder wenn derjenige gerade zusammenbricht, dass man denjenigen nicht umarmen kann. Das gestaltet sich am schwierigsten. Ich bin Bruder Paulus, ich bin Ordenspriester, Kapuziner, lebe hier im Stadtzentrum von Frankfurt an der Liebfrauenkirche. Und in dieser Situation ist es für uns als Gemeinschaft zunächst einmal traurig, dass die Kirche einfach keine Gottesdienste hat. Und wir haben das große Glück, dass wir als Brüder miteinander in diesem Kloster leben und wir können regelmäßig Gottesdienste feiern. In der Begegnung mit den Menschen ist es so, dass wir natürlich die Leute nicht draußen besuchen können. Wir haben noch das Turmzimmer offen, es kommen Menschen zum persönlichen Gespräch mit genügend Sicherheitsabstand und wir haben uns vorgenommen, viele Menschen anzurufen und bei ihnen zu sein. Wenn wir zu Gottesdiensten gerufen werden, meistens auf dem Friedhof, dann ist es auch schon eine Herausforderung. Maximal 5 Teilnehmer dürfen da sein, keine Trauerhalle und dann doch eine Atmosphäre zu schaffen, in der ich die Auferstehung mit dem Herrn feiere, an die ich glaube. Das ist dann eine besondere Herausforderung. In dieser Situation, wo ich so merke, ja, wir können uns nicht versammeln, da rufe ich innere Bilder auf. Ich erinnere mich an Versammlungen. Auch wenn nur 5 Leute jetzt auf dem Friedhof zusammen sind, dann sage ich auch, wir rufen jetzt vor unserem geistigen Auge die anderen mit dazu. Wenn wir hier nur kleine Gottesdienste feiern können, dann stelle ich mir vor, wer alle mit am Tisch sitzt. Und in meinem Leib und in meiner Erinnerung sind ja ganz viele Menschen aufbewahrt und in meinem Herzen. Und die rufe ich manchmal einzeln mit Namen auf und sage dann, mit euch zusammen bete ich jetzt. Das heißt, ich erfahre eigentlich, wer glaubt, ist nie allein. Mein Name ist Tenzin Pelcho, ich bin buddhistischer Mönch in der tibetisch-buddhistischen Tradition und bin vom Dalai Lama ordiniert. Und meine grundsätzliche Herausforderung ganz generell und auch in dieser Situation ist einfach zu lernen, zu akzeptieren, dass ich äußere Umstände nicht kontrollieren kann, nur kontrollieren kann meine Reaktionsweisen auf äußere Umstände. Und da hatte ich letztes Jahr eine große Möglichkeit zu üben. Ich hatte mehrere existenzielle Krisen, die mich in den freien Fall versetzt hatten und wo ich lernen musste, mit der Ungewissheit, Unsicherheit, dem Nicht-Kontrollieren umzugehen. Und das ist mir auch gelungen und das ist sozusagen mein Glück, weil jetzt in der jetzigen Situation steht mir das als Ressource zur Verfügung. Und andererseits habe ich natürlich auch unmittelbar durch die jetzige Situation verschiedene Arten von Problemen gehabt. Eins waren finanzielle Probleme gewesen, weil ich von Spenden lebe, dann sind Kurse ausgefallen und von den Spenden hätte ich meinen Lebensunterhalt finanziert. Dann war ich sehr, sehr am Limit gewesen und dann habe ich gemerkt, es wird ein bisschen eng, ich kriege Angst. Dann habe ich gedacht, entspann dich und statt dich zu sehr um dich zu sorgen, guck, was du für andere tun kannst. Ich habe mich dann für andere engagiert, habe mich eingesetzt, habe ein digitales Projekt mit unterstützt in dem Team. Und tatsächlich, nach einer Weile hat sich das aufgelöst. Andere Leute haben mir Unterstützung angeboten. Ich bin Beate Hofmann, Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Ich glaube, für mich ist die größte Herausforderung
die Nerven zu behalten, von Tag zu Tag zu überlegen, was ist jetzt dran, was können wir im Moment konkret tun und entscheiden, wie kann ich selber dabei gesund bleiben, wie kann ich selber dabei guten Mutes bleiben, wie kann ich selber auch andere stärken, damit sie die Kraft und den Mut behalten und mich nicht von den großen Sorgenvögeln, die da um uns kreisen, erschrecken und so beunruhigen lassen, dass ich nicht mehr schlafe. Ich bin der Meinung, es ist im Moment ein Akt der Nächstenliebe, in die soziale Distanzierung zu gehen und sich diesen Maßnahmen zu unterwerfen. Und gleichzeitig ist die Frage, wie können wir Menschen religiös und seelsorgerlich begleiten in dieser Zeit? Was bedeutet das für Gottesdienstfeiern? Aber vor allen Dingen beschäftigt uns im Moment die Frage, was bedeutet das für die Seelsorge? Was bedeutet das für Situationen, in denen Menschen sterben? Wie können wir Sterbende begleiten, auch Sterbende in Intensivstationen begleiten? Und wie können wir Menschen, die angehörig sind, die Möglichkeit geben, sich von Sterbenden und Gestorbenen zu verabschieden? Ja, ich bin Rabbiner Andrew Steinmann, Altenheimseelsorger der Henry-Nemmer-Butke-Stiftung hier in Frankfurt. Der Alltag ist natürlich ein ganz anderer als der, den wir noch vor einem Monat hatten. Und da muss man sich natürlich umstellen. Die meiste Zeit verbringe ich am Telefon und versuche eben auch auf die Art und Weise den Abstand zu den Bewohnern zu halten. Ich telefoniere auch mit den Angehörigen. Viele sind im Ausland und muss da irgendwie den Kontakt halten. Sie wollen wissen, was hier los ist. Und das mache ich auch. Und es gibt natürlich aber auch Angehörige, die sehr oft anrufen und dann fragen sie, ja, hat meine Mutter heute auch einen Spaziergang gemacht? Hat sie auch ihre Medikamente genommen? Und so. Das sind alles Sorgen und Ängste, die ich auch verstehe. Und auf die Art und Weise versuche ich auch, unserem Pflegepersonal, den Kollegen aus der Pflege, entgegenzukommen, zu helfen. Weil was die im Moment leisten, ist übermenschlich. Und einfach nur sagen, danke, ist mir zu einfach. Ich nehme Ihnen auf diese Art und Weise etwas ab. Ich halte Ihnen den Rücken frei, damit Sie Ihre Arbeit machen können. Klar, hat sich für mich auch viel beruflich geändert. Statt wie sonst mit den Kolleginnen und Kollegen um den Konferenztisch zu sitzen, zu brainstormen, nachzudenken, was man machen könnte, sitzt jetzt jeder daheim im Homeoffice. Wir telefonieren den ganzen Tag und kloppen im Wesentlichen Sendeideen in die Tonne, die wir entwickelt haben, weil wir festgestellt haben, wir können die gar nicht so umsetzen, wie wir uns das vorstellen, weil wir Menschen gefährden würden, wenn wir so drehen, wie wir das geplant haben. Tja, und sonst privat, klar, ist da auch Angst. Vor allem um die Menschen, die schutzbedürftig sind, die jetzt teilweise in Isolation leben müssen, die man nicht besuchen kann. Und ich finde den Gedanken schrecklich, dass im Fall der Fälle ich vermutlich noch nicht mal ins Krankenhaus kommen dürfte. Ich nehme an, viele Menschen haben solche oder ähnliche Gedanken in diesen Tagen. Und es hat mich natürlich auch interessiert, wie geht es unseren 5 Expertinnen und Experten? Haben die auch Angst? Angst haben hier eigentlich alle. Ich bin nicht nur für die Bewohner da, sondern eben auch für die Angehörigen. Die haben Angst und vor allem auch für unsere Mitarbeiter. Und alle haben Angst, weil wir von der Situation natürlich wissen, in anderen Heimen hat der Virus schon eingeschlagen. Wir sind soweit hier eigentlich noch eine Insel der Seligen, aber es kann ja jeden Moment uns auch treffen. Vor diesem Moment habe ich Angst und dann weiß ich auch, es geht dann exponentiell weiter. Also davor habe ich natürlich Angst und dann kommt noch natürlich die persönliche Angst dazu, natürlich. Also konkrete Ängste habe ich nicht. Allerdings mache ich mir schon Sorgen um die Menschen, die wenig Möglichkeiten haben, äußere Möglichkeiten oder mitunter auch innere Möglichkeiten, mit der jetzigen Situation umzugehen. Ich habe Berichte gelesen über Indien, und auch Amerika, wo die Ärmsten der Armen so wenig Gestaltungsmöglichkeiten haben, rein im Äußeren, und so in der Not sind, das macht mir Sorgen. Und dann ist es natürlich auch so, dass diese Situation für manche Menschen psychisch überfordernd ist, sie überwältigen kann, dass sie wenig innere Ressourcen haben, damit umzugehen. Das macht mir Sorgen. Neuerdings praktisch in dieser Corona-Zeit die Telefonseelsorge mit etabliert sozusagen, was auch gut genutzt wird. Und wir haben gesehen, dass die Menschen, die uns anrufen und über deren Sorgen sprechen möchten, immer noch natürlich sehr große Angst haben und immer noch das Gefühl haben, wann wird das ein Ende nehmen.
besonders Leute, die eine, Hygienephobie haben sozusagen, die haben natürlich jetzt ganz besonders darunter zu leiden, weil die sich in eine Angst einsperren, die nicht mehr für den Mensch so vertretbar ist. Ja? Und dadurch, dass die Menschen gerade auch alleingelassen werden, gezwungenermaßen alleingelassen werden, verstärkt das natürlich die Angst, dass sie auch mit Menschen sprechen möchten und auch diese Signale natürlich rüberbringen möchten. Und für mich persönlich, meine persönliche Angst dabei ist es natürlich, dass man das nicht mehr auffangen kann, weil die psychische Ängste sehr, sehr schwer aufzufangen sind sozusagen. Und die Menschen steigern sich natürlich in deren Angsten auch mit ein, dass ich Angst habe, ich persönlich Angst habe, dass man das später nicht mehr auffangen kann. Weil wir haben 2, 3 Fälle gehabt, die am Telefon auch von Suizid gefährdet sind und das auch geäußert haben, weil sie sich so allein gelassen fühlen. Das sind so die Ängste, wo ich denke, wenn die Zeit vorbei ist, wie kann man die Psyche der Menschen so auffangen, dass man halt weitermachen kann in der Gesellschaft oder stabil in der Gesellschaft wieder werden kann. In dieser Zeit jetzt merke ich so für mich ganz persönlich, was wäre eigentlich, wenn nach 3 Wochen nicht Schluss ist? Wenn wir noch 2 Monate, 4 Monate oder wenn gar kein Impfstoff gefunden wird. Ich kenne für mich selber diese Katastrophenvorstellung, dass ich so denke, oh, wenn alles den Bach runtergeht, und gleichzeitig merke ich auch, nee, ich will mich davon nicht ängstigen lassen. Ich will damit rechnen, dass Gott in meinem Herzen so stark ist, dass er mir den Glauben schenkt, dass wir, was auch kommen mag, in ihm einen Halt haben. Und das ist für mich dann eine besondere Herausforderung, eine ganz neue Form von Beten, die oft auch eine Klage wird. Mein Gott, wie lange soll das alles noch dauern? Ich würde lieber von Sorgen sprechen. Das ist für mich konkreter als Angst. Angst ist ja so ein ungewisses Gefühl. Das schleicht natürlich manchmal auch nachts nach oben, dass man so das Gefühl hat, was kommt da jetzt, was passiert mit mir selber. Aber es sind eher konkrete Sorgen. Sorgen um Menschen, die zur Risikogruppe gehören, aus meinem engsten Umfeld. Meine Eltern sind hochaltrig, meine Mutter ist im Moment ziemlich krank. Ich kann sie nicht besuchen, die wohnt viele 100 Kilometer weit weg. Und ich frage mich natürlich, wie geht's denen jetzt? Ich mache mir auch Sorgen um Mitarbeitende in unserer Kirche, die nicht gesund sind oder die im Moment besonderen Risiken und besonderem Druck ausgesetzt sind, die sich auch in gefährliche Situationen hineinbegeben, um bei Menschen zu sein. Und natürlich beginnen die finanziellen Sorgen auch uns als Kirche zu beschäftigen. Also was bedeutet das, wenn in vielen Arbeitsfeldern die Löhne weitergezahlt werden, aber die Einnahmen wegbrechen, ob das jetzt die diakonischen Einrichtungen sind, ob es Tagungshäuser sind, die die Kirche unterhält, ob es Kindertagesstätten sind und viele kirchliche Veranstaltungen, die wir sonst durchführen, die jetzt wegfallen. Und natürlich ist eine große Frage, wie feiert man in so einer Situation die Passionszeit und dann Ostern? Wie erleben wir das in diesem Jahr? Und wie gestalten wir das so, dass Menschen trotzdem erfahren und erahnen können, was bedeutet Ostern? Wofür steht die Botschaft von der Auferstehung, wenn man täglich Bilder von sterbenden Menschen, von vielen Särgen sieht und plötzlich merkt, der Tod kommt unglaublich nahe und er kann jede und jeden von uns treffen? Ich finde das schon interessant, wie viele unterschiedliche Reaktionen ein und derselbe Virus auslösen kann. Ich merke das auch in meinem persönlichen Umfeld. Die einen sind ganz cool, manche sarkastisch, manche zynisch, andere wiederum richtiggehend wütend, weil sie um ihre berufliche Existenz fürchten und die Maßnahmen völlig übertrieben finden. Und dann gibt es wieder die, die sich wirklich Sorgen machen und die große Ängste haben, bis hin zu körperlichen Reaktionen, merkt man das bei denen. Was sagt man Menschen, die Angst haben? Was sagt man sich selber, wenn die Angst hochkommt? Auch das habe ich die 5 gefragt. Wir treffen hier natürlich in der Innenstadt auch auf Menschen, die nicht einfach gelernt haben zu glauben. Und denen sage ich, in diesem Moment, wo sie Ängste entwickeln und ihr Alleinsein spüren, erstens rufen sie sich die Erinnerungen wach an die Menschen, die ihnen wertvoll waren. Und werden sie auch ruhig traurig, wie wenig sie sich um sie gekümmert haben in den letzten Monaten. Und dann versuchen sie mal einen neuen Start. Rufen Sie die Menschen an, machen Sie einen ersten Versuch. Und vielleicht ist auch in diesem Moment das Schreiben eines Briefes, wo man einmal niederlegt, etwas von der Geschichte, die man mit jemandem hat, eine Möglichkeit, den in seinem Zimmer, wo man vielleicht alleine lebt, in seiner Wohnung, wo man nur zu zweit ist, diesen Menschen auch mit
an den Tisch zu holen. Es kann auch helfen, dass man Fotos anschaut, Erinnerungen weckt und so fühlt, ich bin gar nicht allein. Jetzt für diese Osterzeit wünsche ich, dass gerade da, wo Sie allein sind und wo Sie alleine beten sollen, dass Sie in diesem Moment wissen, Jesus teilt mit mir meine Einsamkeit. Er ist der Auferstandene, der in das Dunkel meiner Fragen und Sorgen hineintritt und sagt, fürchte dich nicht, Friede sei mit dir, lassen Sie ihn bei sich ankommen. Wer das so nicht glauben kann, schauen Sie einfach nach draußen. Die Sonne scheint trotzdem, die Vögel singen trotzdem, die Natur blüht auf und sagt Ihnen persönlich auch zu, da wo du im Moment nicht Wachstum und Gemeinschaft fühlst, vielleicht sogar Ängste hast, schau auf das Vertrauen, was die ganze Natur hat. Das Leben wird siegen. Was mir hilft, mit Sorgen umzugehen, ist immer mal auch wieder eine Metaperspektive einzunehmen. Nicht zu sehr in mir gefangen zu sein und zu gucken, was sind meine Ängste, meine Sorgen, sondern mich ein bisschen auch von mir wegzubewegen, gucken, was sind die Sorgen von anderen. Weil dann sehe ich deutlich, dann relativiert sich das einfach, wenn ich die stärkeren Sorgen, Nöte und Ängste der anderen sehe. Das ist für mich eine Möglichkeit, damit umzugehen und dann zu gucken, also nicht auch passiv bleiben, sondern was kann ich unmittelbar tun in meinem Umfeld, auf emotionaler Ebene, psychologischer Ebene, also im spirituellen Beistand zum Beispiel oder vielleicht auch auf finanzieller Ebene. Und dieses Gucken, was kann ich tun, das ist ja eher, dass das auch meine Hilflosigkeit überwindet und mich in einen aktiveren Modus versetzt. Ich glaube, die Psychologen würden das Selbstwirksamkeitsprinzip nennen. Und es gibt dann eher eine positive Kraft und macht es leichter, mit so einer Situation umzugehen, als sich passiv überwältigt zu fühlen. Trotz dieser ganzen Krise, wenn man über sich selber auch nachdenkt, was macht man mit der eigenen Krise? Wie kommt man damit klar? Was gibt einen Mut und Hoffnung? Auch da betrachte ich mir immer wieder die Gesellschaft und merke, dass die Gesellschaft sich sehr viel Mut und Hoffnung auch gegenseitig schenkt. Das heißt, in der Krisensituation ist keiner von uns alleine. Das merken wir ganz stark in dieser Gesellschaft. Und das finde ich auch besonders schön, dass wir auch gemeinsam gleich sind. Das heißt, egal in welcher Berufsgruppe, aus welcher Berufsgruppe wir kommen, der Mensch zählt letztendlich. Und die Solidarität ist in der Gesellschaft sehr stark zu spüren. Gegen die Angst hilft, bei so einem schönen Wetter zum Beispiel Spaziergänge zu organisieren. Da haben auch schon Bewohner gemeint, ist ja wie beim Hofgang im Knast. Aber man merkt, die Vögel zwitschern, der Himmel ist blau, das Wetter ist schön. Und dann spazieren wir hier eben mit Abstand. Und außerdem haben wir hier dann auch bei den Freiflächen vor den Balkonen, machen wir jetzt Konzerte. Heute um 15 Uhr wird es wieder so ein Konzert geben. Da kommt ein professioneller Musiker, der jetzt im Moment auch keine Aufträge hat. Und wir zeigen ihm auch unsere Verbundenheit und er seine zu uns, indem wir hier also Konzerte machen. Und das hebt die Stimmung unglaublich. Also da sehen wir richtig, Musik kann wirklich helfen, Musik kann tragen. Dann sind die Leute draußen auf dem Balkon, einige tanzen dazu, klatschen dazu im Takt und es gibt Kommunikation auf den Balkonen. Wie gesagt, das Wetter ist gut, das hilft. Und wie? Mir macht Mut, dass ich viele Menschen erlebe, die besonnen und kreativ mit dieser Situation umgehen, die versuchen, Wege zu finden, miteinander das Leben so gut wie möglich zu meistern. Mir macht Mut, dass vielerorts neue Sorgenetze entstehen, dass Menschen, die jetzt nicht raus dürfen, von anderen Hilfe beim Einkaufen bekommen, dass Telefonketten entstehen, dass Menschen sich gegenseitig was zusingen oder zuspielen und dass bisher die Stimmung so ist, dass ich das Gefühl habe, ja, wir werden das miteinander schaffen. Und mir macht Mut, dass ich erlebe, dass viele Menschen neu danach fragen, was gibt mir Trost, was gibt mir Halt und Kirche, was kannst du mir an dieser Stelle sagen? Jetzt ist ja die Sache mit der Angst das eine. Das andere ist, was könnte uns vielleicht sogar Mut machen? Also können wir der Krise vielleicht sogar was Gutes abgewinnen? Klingt ja erstmal komisch. Aber ich habe nachgedacht und gemerkt, dass ich zum Beispiel diese Entschleunigung des Lebens gar nicht nur schlecht finde. Früher ging es doch viel darum zu shoppen, Fußball zu gucken, hier was zu erleben, da noch hinzufahren, fällt alles weg. Finde ich nicht nur schlecht. Was können wir aus der Krise gewinnen? Ich habe das genau die fünf auch gefragt. Was kann uns Mut machen?
Was mir Mut macht, ist halt zu sehen, dass Solidarität tatsächlich da ist, dass es nicht gelernt werden muss, sondern es ist eigentlich da. Nur man hat die nötige Zeit scheinbar nicht oder die Prioritäten anders da gesetzt, dass man die Gesellschaft so ein bisschen außer Acht gelassen hat und jeder so für sich gekämpft hat. Und jetzt heißt es, wir müssen zusammen kämpfen, wir sind alle gleich. Dass es da keine Unterschiede mehr gibt, was für eine Stelle ich praktisch in der Gesellschaft habe. Also was für eine Arbeitsstelle ich habe, ob ich eine Leitungsposition habe oder ob ich eine Putzstelle habe. Man merkt, die Pflegekraft ist besonders wichtig geworden. Auch das ist ja zu einer Debatte geworden, wie das jetzt aussehen wird mit den Gehältern sozusagen. Also man merkt einfach, von Hartz-IV-Empfänger bis zum Abteilungsleiter, dass der Mensch abhängig von dem anderen ist sozusagen. Also diese Gleichheit in der Gesellschaft ist sehr deutlich geworden. Und deswegen wünsche ich mir und hoffe natürlich, dass nach der Corona-Zeit die Menschen genauso eng miteinander sein können wie in dieser Zeit. Für mich bedeutet Ostern feiern in diesem Jahr zu wissen, der Tod hat nicht das letzte Wort. Der Tod wird nicht siegen. Trotz all dieser Bilder von vielen Särgen, von Menschen, die in Intensivstationen liegen, trotz all der Zahlen, die uns jeden Tag neu erschrecken, weiß ich, der Tod hat nicht das letzte Wort. Ich weiß, es gibt Karfreitag. Wir erinnern uns an Leiden und an Sterben und wir wissen, Gott ist in diesem Leiden und in diesem Sterben ganz nahe. Und wir wissen aber auch, damit ist es nicht zu Ende, sondern es kommt Ostern, es kommt die Botschaft von der Auferstehung, es kommt neues Leben, es kommt neue Kraft. Was in dieser Situation mich ganz besonders erstaunt, ist, dass ein Satz, den ich aus der Werbung kenne, dass der so eine Wirklichkeit wird. Geht nicht, gibt's nicht. Doch, es geht jetzt viel, viel mehr, als wir uns vorher gedacht haben. Menschen können plötzlich viel bescheidener leben. Plötzlich ist es möglich, dass die Wirtschaft einen Moment mal durchatmet. Ich denke an das biblische Jubeljahr. In der Bibel heißt es, alle 7 Jahre soll ein Feld ruhen. Und habe schon die Fantasie gehabt, wie wäre das, wenn wir uns weltweit entschließen würden, 1 Jahr lang so einen Shutdown zu machen, um wieder runterzukommen. Das ist für mich im Moment die größte Hoffnung, die ich empfange in dieser Situation, dass wir neu miteinander sprechen, mehr uns wertschätzen und dass das, was sich vor Monaten so aufgebaut hat, das böse Sprechen übereinander, diese Pfeilspitzen bis hin zur Gewalt, dass Menschen plötzlich merken, so geht menschliches Miteinander nicht. Wir brauchen einander viel mehr, als wir im Alltag eigentlich geahnt haben. Und das wird jetzt besonders spürbar. Durch das deutliche Wahrnehmen der Zerbrechlichkeit des Lebens, die Menschen, wir, ich, deutlicher wahrnehmen die Abhängigkeit von anderen und dadurch die Wertschätzung für andere steigt, das macht mir Mut, dann sehe ich, wie die Menschen solidarischer sind, rücksichtsvoller sind, das gilt natürlich nicht für alle, dass sie sich unterstützen. Ich selbst persönlich habe auch Hilfsangebote bekommen und auf einer tieferen Ebene macht mir Mut, dass ich Vertrauen habe, dass jeder Mensch das Potenzial hat für Wohlwollen, Rücksicht, Großzügigkeit und bei einigen das gerade in einer Krisensituation aktiviert wird, bei anderen ist es blockiert, ist damit aber eigentlich auch wieder eine Chance für die, wo innere Qualitäten blockiert sind, wie Mitgefühl, Großzügigkeit, die total egoistisch werden, Mitgefühl gegenüber denen zu entwickeln. So, diese konstruktiven menschlichen Reaktionen, die in der Gegenwart zu beobachten sind, die machen mir Mut. Und im Übrigen auch zu sehen, die harte Arbeit der Wissenschaftler und der Politiker, der Verkäufer und auch der Bäuerinnen und Bauer, auch das macht mir Mut. Mut macht mir, dass ich sehe, wie unsere Bewohner, die ja alle in der höchsten Risikogruppe sind, damit umgehen und sich nicht unterkriegen lassen. Wir haben hier eine Generation, die hat bei weitem Schlimmeres erlebt, und das sagen sie ja auch dauernd. Dann merke ich, wie sie mich trösten. Und die fragen mich, wie geht's dir, wie geht's deiner Familie, wie geht's deinen Kindern? Und da kommt so eine Art Familiengefühl hier auf und da fühle ich mich geborgen. Ich fühle mich auch geborgen, wenn ich nach Hause komme und da sehe ich die Kinder, da sehe ich meine Frau und die haben wieder einen Tag zusammen in der Isolation irgendwie überstanden und dann berichten sie mir auch, und ich gucke die Hausaufgaben von den Kindern an und so weiter. Das gibt mir alles Mut. Ich sehe, das Leben geht trotzdem irgendwie, wenn auch anders, weiter. Und besonders Mut machen mir hier diejenigen Bewohner, die
auch das KZ überlebt haben. Wir haben hier viele Bewohner, die auch jüdisch sind. Das ist ein gemischtes Haus. Wir haben hier also Christen und Juden. Und unter den Juden gibt es noch einige, die haben Ghetto überlebt, die haben KZ überlebt, die haben Todesmarsch überlebt. Und die gucken dann und sagen, dann werden wir das auch überleben. Wir hatten gerade letzte Woche Geburtstag hier im Haus. Trude Simonson, sie ist Ehrenbürgerin der Stadt, die lebt hier bei uns. Und die ist 99 Jahre alt geworden und hat gemeint zu denen, die ihr gratulieren wollten, hebt euch die Geburtstagsgeschenke auf für den 100. Das ist natürlich auch Humor und das ist auch, das ist ermutigend, wenn man von denen so eine so eine Antwort bekommt auf die eigenen Ängste, die natürlich auch da sind. Gott hat den Tod überwunden und führt in neues Leben und das feiern wir Ostern. Und ich glaube, das werden wir dieses Jahr auf ganz neue Weise feiern, erleben und uns hoffentlich von dieser Hoffnung auch neue Kraft und neuen Mut geben lassen. Ich bin zuversichtlich, dass wir aus diesem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit diese Krise meistern werden. Wir haben jetzt nämlich demnächst Pesach. Im Jüdischen ist das ein sehr, sehr großes Familienfest. Aber alle Leute müssen das jetzt in der Isolation machen. Tröstend ist, dass die vielen Rituale, die dabei vorkommen, zeigen, wir sind nicht allein. Unter anderem heißt es, der Prophet Elias kommt zu jedem. Und da ist es ein Ritual, dass man ihnen ein Weinglas hinstellt. Dieses Weinglas mit Wein füllt natürlich. Und dann kann man diesem Ehrengast zuprosten. Man kann einen Stuhl dazustellen und sagen, hier sitzt der Ehrengast. Das machen wir seit 100 Generationen. In dieser Generation machen wir das eben ganz bewusst mit dem Hinweis, ich bin nicht allein, alle sind nicht allein, wir sind alle zusammen nicht allein. Ich wünsche Ihnen, dass Sie an diesen österlichen Tagen neue Freude entdecken an dem Miteinander und dass Sie das ein oder andere entdecken, was Sie jetzt trotz allem tun können, um einem lieben Menschen zu sagen, hey, ich schätze dich super. Und vielleicht auch einem, der Ihnen im Moment noch fremd war, da der über Ihnen wohnt oder da gegenüber, ihm ein Zeichen zu senden und zu sagen, hallo Nachbar, lass uns gemeinsam unterwegs sein. Das wäre für mich super österlich. Ich wünsche Ihnen gute und erfüllte Ostertage. Ja, soweit unser kleiner Ostergedankenspaziergang. Ich wüsste an dieser Stelle gerne, wie geht's eigentlich Ihnen? Wie kommen Sie mit der Krise klar? Haben Sie Angst? Sind Sie cool? Sind Sie wütend? Was für Gefühle sind da im Spiel? Und wie gehen Sie damit um? Können Sie der Krise vielleicht sogar was Gutes abgewinnen? Ich freue mich über Ihre Antworten. Schreiben Sie gern alles, was Ihnen durch den Kopf geht, hier unten rein. Ansonsten bleibt mir nur, Ihnen alles Gute zu wünschen. Kommen Sie gut durch die Krise.